3, 2, 1. Boosters in ignition. Mehrfach war der Start verschoben worden, nun hat es geklappt. Von Cape Canaveral in Florida aus ist eine Rakete des NASA Space Launch Systems am Mittwoch in den Weltraum gestartet. Sie bringt eine unbemannte Orion-Kapsel auf eine 25-tägige Reise um den Mond. Bisher hatten technische Schwierigkeiten und ein Wirbelsturm den Start verhindert. In der Nacht zum Mittwoch dann war erneut ein Problem aufgetaucht. Ein Wasserstoffleck in den Treibstoffleitungen konnte aber behoben werden. Die NASA-Mitarbeiter hofften auf einen günstigen Start und wurden nicht enttäuscht. So auch Astronautin Christina Koch. Wenn wir später eine Mission mit einer Besatzung haben, müssen wir wissen, dass das Fahrzeug und die Rakete sicher sind. Und das werden wir bei dieser Mission testen. Wir werden also sowohl die Orion-Kapsel als auch die Rakete ausprobieren. Wir werden uns ansehen, wie sie im tiefen Weltraum über längere Zeiträume funktioniert. Die Erkenntnisse der kommenden Reisen zum Mond sollen dann bei der Vorbereitung einer Mars-Mission helfen. Zunächst aber sind weitere Artemis-Missionen zum Mond geplant, in einigen Jahren dann auch bemannt, mit Artemis 3. Unter den Raumfahrenden wird dann wohl auch Christina Koch sein.